Mit der Ausstellung Marcel Odenbach So oder So zeigen wir im K21 einen Künstler, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Video heute das große, beliebte Medium der zeitgenössischen Kunst ist. Marcel Odenbach arbeitet seit 1976 mit Video. Er hat mit Einkanalbändern angefangen, macht heute große Videoinstallationen und das mag vielleicht einige überraschen, hat ein riesengroßes Werk an Papierarbeiten parallel dazu realisiert. Marcel Odenbach ist deswegen auch so ein wichtiger Künstler, weil er Jahrgang 1953 als deutscher Künstler natürlich eine ganze Menge mit im Gepäck bringt, als ein wacher Zeitgenosse, der kritisch und historisch interessiert auf seine Zeit blickt, sind die Themen, die er immer wieder in seinen Arbeiten aufgreift, die großen Themen unserer Zeit, die großen politischen Themen auch unserer Zeit. Er beschäftigt sich ganz früh mit der RAF zum Beispiel. Er ist sehr früh jemand, der sich mit dem Thema Kolonialismus beschäftigt und der immer wieder zurückkehrt zu dem großen Thema Holocaust, NS-Terror und Rassismus. Marcel Odenbach ist 1953 geboren und hat dann in den 70er Jahren in Aachen Architektur, Kunstgeschichte und Semiotik studiert. Seine künstlerischen Anfänge liegen im Medium der Zeichnung. Wir zeigen hier unter anderem seine allererste Zeichnung, die sogenannte Marcel-Schablone, eine Art Selbstporträt, das sich schablonenartig beliebig vervielfältigen lässt, so seine Intention. Die kritische Befragung seiner selbst, seiner Identität, sieht man aber nicht nur in dieser Arbeit, sondern eigentlich in allen Arbeiten, die hier in der Ausstellung sind. Das reicht hin bis zum sogenannten Selbstporträt, diesem Plattenstapel, den er kollagiert und wo er die Platten seiner Generation und seiner Zeit eben als Selbstporträt, als Generationszugehörigkeit versteht. In den 70er Jahren nach den ersten Zeichnungen fängt er an, Performances zu machen und ab 76 Videos. Und für diese Performances und Videos schreibt er und konzipiert er Pläne, sozusagen Konzeptpläne, wo genau wie in einem Storyboard aufgelistet ist, was wann passieren soll. Wir haben in der Apsis des Untergeschosses haben wir einen Raum eingerichtet, der sich diesen frühen Einkanalvideos von Marcel Odenbach widmet. Die zeigen wir alle auf Röhrenmonitoren, auf richtigen alten Geräten. Und haben eine Auswahl getroffen aus bestimmt 50, 60 solchen Bändern, die es gibt, haben wir eine Auswahl von 9 getroffen, um zumindest da jede einzelne Arbeit sichtbar zu machen. An einem Beispiel zeigen wir auch eine Installation, eine Videoinstallation. Das ist was es in den 80er Jahren gerne und öfter gab. Wir haben uns für ein einziges Beispiel entschieden, was auch einen schönen Titel hat, Das Schweigen deutscher Räume erschreckt mich. Das ist im Jahr 1982, da gibt es eine türkise Wand im Hintergrund, dann stehen 2 Monitore auf dem Boden, davor Herrenschuhe, jeweils ein paar Herrenschuhe. Ein zentrales Thema, was sich durch die gesamte Arbeit von Marcel Odenbach zieht, ist der Kontrast des Eigenen und des Fremden. Wie man sich selbst durch die Auseinandersetzung mit etwas anderem bildet, wie man da seine eigenen Positionen bildet, war für ihn eigentlich immer nur denkbar, indem er sich auseinandersetzt mit fremden Kulturen, mit anderen, mit einem Gegenüber. Im Zentrum der Ausstellung, in der sogenannten Blackbox, zeigen wir den Film Wer leidet, der schneidet. Der ist 2019 für eine Ausstellung über den Künstler John Heartfield entstanden, die an der Akademie der Künste in Berlin war. Der Film ist eine Hommage Odenbachs an John Heartfield, kann man sagen. John Heartfield gilt als einer der Erfinder der politischen Fotomontage in der Weimarer Zeit. Und dieses Thema, diese Technik, Collage, Montage, die ist eben auch für Odenbach wahnsinnig zentral. Er schneidet, kollagiert, montiert Bilder zueinander und aneinander und übereinander und steht sozusagen ganz in der Tradition dieser aus der Weimarer Zeit kommenden
Technik, die sehr emanzipativ gedacht war, die auch damals Machthaber angeklagt hat und entblößt und entlarvt hat. Ich weiß schon, aber es scheint mir besser so zu sein. Dazu zeigen wir außerdem noch die Vorläufer der späteren sogenannten Schnittvorlagen. Die Schnittvorlagen sind tatsächliche Vorlagen für die großen Collagen, wo er Bildmaterial zu einem Thema auf einem Blatt sammelt und dieses Blatt dann mehrfach durch den Fotokopierer jagt. Diese Stapel von Kopien nimmt er dann, färbt sie ein und schneidet das passende Motiv so aus, dass es in die großen Collagen passt und dass es inhaltlich passt. So entsteht dann ein Bild, was auf die Ferne hin einen Eindruck erweckt und auf die Nähe hin aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten, aus Bildmaterial, Textmaterial, Dokumentarmaterial, Archivmaterial besteht. Das große Fenster ist der Titel einer Videoarbeit, die 2001 für eine ganz spezielle Situation entstand, nämlich für den Kunstraum auf der Zugspitze. Und da sieht es unten im Tal Berchtesgaden und da ist der Ort, wo früher der Berghof sich befand. Zuerst Feriendomizil und danach quasi so eine Art neue zweite Reichskanzlei auf dem Lande von Adolf Hitler. Ab 1933 hat sich Adolf Hitler dort aufgehalten und vor diesem wunderschönen Alpenpanorama sich getroffen, eingeladen. Und Marcel Odenbach hat ein Detail dieses Berghofs, was Hitler sich hat umbauen lassen, hervorgegriffen, nämlich das große Fenster. Das war ganz berühmt. Das war ein Sprossenfenster und wird hier in der Videoarbeit ist es immer wieder zu sehen, auch als Raster, was über das Bild des schönen Alpenpanoramas gelegt wird und dokumentarische Aufnahmen aus der NS-Zeit, Aufmärsche, Hitlerjugend, Olympiade 1936. Und das große Fenster zieht quasi auf eine Ansicht zusammen. Diese Propagandamaschinerie, die im Dritten Reich angeschoben wurde, wo der Film eine große Rolle spielte, um sich möglichst wirksam darzustellen. Eine sehr komplexe Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnerungskultur und Auseinandersetzung mit Gedenken und auch Gedenkstätten des Holocaust ist die Arbeit Beweis zu nichts. Die ist 2016 entstanden und wurde gedreht in Buchenwald. Buchenwald war das erste KZ, zu dem es das zu einer Gedenkstätte verwandelt wurde, zu DDR-Zeiten damals, in den 50er Jahren. Und Marcel Odenbach nimmt in den Blick das Mahnmal, das Denkmal von Fritz Krämer, was mehrfach umgearbeitet werden musste und immer mehr sich entwickelt hat von einem Mahnmal für die ermordeten Juden zu einem Mahnmal für den kommunistischen Widerstand, den es in diesem Lager in Buchenwald auch gegeben hat und der in zur Zeit in der DDR eben ganz besonders hervorgehoben werden soll. Neben dem Thema Nationalsozialismus und Holocaust spielt auch das Wirken und Nachwirken des europäischen Kolonialismus in Afrika eine entscheidende Rolle in Odenbachs Schaffen. Und in der Arbeit Meine Freimarken sehen wir eine Seite aus diesem Briefmarkenalbum. Er fügt hier Textmaterial, ethnografische Fotografien, wissenschaftliche Untersuchungen und Bildmaterial aus seinem eigenen Familienarchiv ein. Und auf der Meta-Ebene, wenn wir einen Schritt zurücktreten, sehen wir aber die Flora und Fauna, wissenschaftliche Errungenschaften, Kulturgüter, Politikerköpfe,
die im Prinzip von oben nach unten gelesen die ganze Geschichte des Kongos von der Kolonialzeit bis zur Unabhängigkeit 1961 erzählen. Für den Film In stillen Teichen lauern Krokodile ist Odenbach nach Ruanda gereist und hat dort nach den Spuren des Genozids im Jahr 1994 gesucht. Er zeigt aber keine Gewalt selbst, sondern zum Beispiel Einschusslöcher oder blutige Kleidung und dazu geschnitten die Landschaft und alltägliche Begebenheiten aus dem heutigen Ruanda. Auch die deutsche Kolonialgeschichte spielt in einer Arbeit eine große Rolle, nämlich in dem Film Tropenkoller von 2017. Da geht es um die deutsche Kolonie Togo, die von 1884 bis 1916 Kolonie des Deutschen Reiches war. Und in dem Film schneidet er wieder Aufnahmen vom heutigen Togo gegenüber oder ineinander mit Archivaufnahmen von 1913, 1914. Und beide Aufnahmen zeigen dieselben Orte. Also man sieht Vergangenheit und Gegenwart und wie die sich miteinander verschränken oder immer verschränkt sind. Ja, eines der Highlights der Ausstellung ist, zumindest für mich, aber auch rein optisch und von der Präsenz her, die Arbeit Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das ist eine Videoinstallation, eine vierkanalige Videoinstallation, die Marcel Odenbach zwischen 1997 und 1999 realisiert hat und die 1999 zum ersten Mal im Kölnischen Kunstverein gezeigt wurde. In der Mitte sind zwei Männer zu sehen oder eben nicht zu sehen, denn sie springen auf und ab. Sie springen auf Trampolinen, die sehen wir nicht, aber so ist es gewesen. Und sie hielten Kameras in der Hand und haben beim Auf- und Abspringen dieses Dokumentationsmaterial aus den 60ern abgefilmt. Und die beiden bringen durch ihre subjektive Kamera den Raum mit den Filmen aus den 60er Jahren absolut in Bewegung und wirbeln alles durcheinander. They say it's lonely at the top in whatever you do. Die neueste Arbeit der Ausstellung heißt Zur Ruhe kommen und ist in Bezug auf die gegenwärtig immer noch anhaltende Pandemie. Und Odenbach hat sich hier für die Ausstellung entschlossen, ein Motiv aus der Collage tatsächlich auch als Tapete in den Ausstellungsraum zu holen. In dem Bild sehen wir ein Hotelzimmer im schweizerischen Sils Maria, einem Hotel, was oft als Abstiegsort für KünstlerInnen und Intellektuelle gedient hat im ganzen 20. Jahrhundert und bis heute. Und wenn wir dort die Details anschauen, dann erschließt sich ein ganzer Kosmos der eigentlich der europäischen Geistesgeschichte. Aber was in den Motiven, in den kleinen Teilen auch auftaucht, sind Bezüge zu Thomas Manns Roman Der Zauberberg, in dem es darum geht, dass der Protagonist in einer ähnlichen Einrichtung, in einem Sanatorium sitzt und um ihn herum und irgendwann ihn auch erfassend die Tuberkulose grassiert. Und diesen Bogen von dem Roman zur heutigen Situation, den schlägt Odenbach in dieser neuesten Arbeit.